Mit einer verkauften Auflage von über 189.000 Tageszeitungen gehört das Medienhaus Lensing zu den größten Zeitungsunternehmen NRWs. Der Dortmunder Verlag bringt täglich 7 eigene Tageszeitungstitel heraus. Als Nummer 1 gelten dabei die Ruhrnachrichten. Allein in Dortmund erreicht diese Tageszeitung aus dem Medienhaus Lensing mit einer Auflage von fast 62.000 Exemplaren einen Marktanteil von 64%. Die Aufgabe der Lensing-Wolf-Pressevertriebsgesellschaft besteht darin, die Zeitungen Nacht für Nacht pünktlich auszuliefern. In der Zustelllogistik werden die morgendlichen Routen der 1.700 LWP-Zusteller detailliert geplant. Die Logistikexperten sorgen dafür, dass täglich 235.000 regionale und überregionale Tageszeitungen im Ruhrgebiet und Münsterland von den LWP-Zustellern verteilt werden. Die Zustellung ist dabei kein einfacher Job. Die Zusteller sind allmorgendlich diversen Problem- und Risikosituationen ausgesetzt. Aufgrund vieler verschiedener Zeitungsformate quellen die auszuliefernden Zeitungen in den Transporttaschen über. Fehlende Leuchtelemente bringen den Zusteller oftmals in brenzlige Situationen. Normale, für den alltäglichen Gebrauch konstruierte Fahrräder können den Gewichten der Zeitungen nicht mehr standhalten. Diese Situationen beeinträchtigen sowohl die Personalbindung als auch Gewinnung. In der Zustellung ist es relativ schwierig, Nachwuchs zu finden und neue Mitarbeiter zu finden, aber auch Mitarbeiter zu binden. Und da haben wir uns überlegt, was können wir machen, was können wir unseren Zustellern an Zusatznutzen über das reine Gehalt hinaus noch bieten. Wir haben uns in kleineren Gruppen zusammengesetzt und haben einen Fragekatalog für unsere Zusteller entwickelt, weil wir gesagt haben, wer weiß es besser als unsere Zusteller. Aus den Rückantworten haben wir dann verschiedene Maßnahmen entwickelt und auch umgesetzt. Die Ausstattung wurde grundlegend überarbeitet. So wurde unter anderem eine neue Transporttasche entwickelt, die den Ansprüchen der Zusteller gerecht wird. Zudem wurde die Ausrüstung speziell hinsichtlich der Erkennbarkeit durch Sicherheitswesten, Leuchtstreifen und reflektierenden Helmen optimiert. Auch normale Fahrräder müssen nun nicht mehr eingesetzt werden. Die Lensing-Wolf Pressevertriebsgesellschaft unterstützt die Zusteller nun beim Kauf von Lastenfahrrädern, die die Gewichte der Zeitungen locker aushalten können. Neben den gezeigten Mitteln gibt es auch einen Deeskalationskurs, wo verschiedene Maßnahmen trainiert werden mit einem erfahrenen Trainer. In unserem Fall war es ein Hauptkommissar von der hiesigen Polizei. In diesem Kurs lernen die Zusteller, mit möglichen Ausschreitungen umzugehen und diese gewaltfrei zu lösen. Zweiter Kurs ist ein PC-Kurs, wo neue Kenntnisse erlernt werden können, alte Kenntnisse aufgefrischt werden können in allen gängigen Windows-Programmen. Die Zusteller sind somit in der Lage, bereits am Vorabend ihre Routen und ihre aktuellen Zustelldaten einzusehen. Der dritte Kurs ist ein Erste-Hilfe-Kurs, wo halt die Maßnahmen aufgefrischt werden, neu erlernt werden, wenn unvorhergesehene Ereignisse nachts passieren, dass man dann entsprechend reagieren kann. Das Unternehmen hat durch die Entwicklung eines umfangreichen Maßnahmenpaketes die Arbeit der Zeitungszusteller immens erleichtert. Diese Bemühungen bringen auch Erfolge für das Unternehmen mit sich. Zum einen hat sich die Fluktuation unserer Zusteller erheblich verringert. Das hat sich natürlich auch auf die Qualität der Arbeit ausgewirkt, wenn man nicht immer wieder neue Zusteller anlernen muss. Deren Wertschätzung innerhalb des Unternehmens ist gestiegen und auch deren Identifikation mit unserem Haus hat sich verbessert. Und wir haben einen signifikanten Rückgang in der Krankheitsquote.